Vandalismus am neuen Wasserturm. In der vergangenen Woche haben Vandalen erheblichen Schaden am neuen Wasserturm verursacht. Dabei wurde das Eingangstor gewaltsam aufgebrochen und ein Taubenabwehrsystem im Wert von 500 Euro mutwillig zerstört. Der Vorstand des Vereins zur Förderung und Erhaltung des neuen Wasserturms hat Anzeige erstattet. Mit großem finanziellen und persönlichen Engagement bemüht sich der Verein um die Sanierung dieses bedeutenden Wahrzeichens unserer Stadt. Deshalb ist es uns völlig unverständlich, dass mutwillig solche Schäden angerichtet werden, äußert der Vereinsvorsitzende Hans Tobler seinen Unmut über den Vandalismus am Denkmal.